Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel in der Zentrale. Heute zeige ich euch mal einen Zuckeraufbau und zum Thema Zucker haben wir ja schon einige Videos gemacht, wo man zum Beispiel Blumen zusammenbauen. Aber ich habe mir gedacht, wir kümmern uns heute wirklich nur um den Aufbau selber. Wir werden auch Silikonfarben verwenden und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dabei. Ich zeige dir, wie es geht. Für unser Zuckerschaustück brauchen wir Isomalt, Tetantioxid, Lebensmittelfarben, alten Isomalt und Silikonfarben. Als erstes müssen wir unseren Isomalt auflösen. Dafür geben wir in eine Stielkassole und geben nach und nach Zucker rein. Sobald dieser flüssig ist, können wir die doppelte Menge wieder beigeben und kochen ihn auf 170 Grad. Falls du ihn dann einfärben möchtest, kannst du das gerne machen. Ich lasse diesen Isomalt aber erstmal klar. Für den Kern der Kugel verwende ich erst Restisomalt. Ich färbe diesen mit Lebensmittelfarbe ein. Hierbei musst du aber nicht mehr aufpassen, dass du ihn auf 170 Grad erhitzt, sondern einfach nur auflösen. Das reicht vollkommen, um den Kern wirklich aushärten zu lassen. Also er bekommt nicht mehr eine genaue Stabilität wie früher, also bei normalen frischen Isomalt, aber reicht vollkommen aus für Bodenplatten. Sobald wir diese beiden Farben haben, kann ich erst den klaren Zucker nehmen und ein Drittel davon in die Kugelform geben. Hier ist es wichtig, dass wir wirklich rund um den Zucker bewegen, dass es wirklich die ganze Form benetzt und somit ein schöner 3D-Effekt zustande kommt. Den restlichen klaren Zucker können wir wieder zurückklären, denn den werden wir erst weiß einfärben, um eine zweite Farbe zum Schwarz dazu zu bekommen. Um ein schönes Weiß zu erzeugen, verwende ich Titandioxid, das bekomme ich in jeder Apotheke und dann können wir jetzt schon mit der Kugel beginnen. Als erstes starten wir mit dem klaren Zucker, der noch ein bisschen aufgefüllt wird. Dann können wir den schwarzen Zucker eingeben und ganz zum Schluss wirklich einen heißen weißen Zucker. Sobald alle Farben drin sind, die wir in der Kugel haben möchten, nur mal ein bisschen reinstochern, um eine Struktur zu bekommen und dann wirklich gut auskühlen lassen. So ist jede Kugel etwas anders und hat einen speziellen Effekt. Lasst euch aber beim Auskühlen der Kugel wirklich Zeit, denn bei so einer dicken Form kann das bis zu 6 Stunden dauern. Diese Bläschen, was ihr jetzt an der Oberfläche des Zuckers seht, sind ganz normal, denn die kommen von der Silikonform. Also einfach mit dem Bunsenbrenner leicht abflammen und dann gehen sie auch schon alle weg. Um jetzt den Aufbau zu gießen, haben wir zwei Möglichkeiten, einmal Metallformen oder Silikonformen. Dafür verwende ich jetzt einen Tortenring und einmal selbstgemachte Silikonschlangen. Hierbei ist nur wichtig, solange ihr mit Metall arbeitet, muss dieses auch geölt werden, da sonst der Zucker kleben bleibt und ihr die Form nicht mehr runterbringt. Sollte jetzt der Zucker, den ihr verwenden möchtet, schon zu dickflüssig sein, ist kein Problem. Stellt ihn einfach nochmal kurz auf die Induktionsplatte, leicht nachwärmen und dann könnt ihr ihn schon verwenden. Um hier etwas eine andere Struktur zu bekommen, habe ich ein Goldpulver genommen, leicht draufgestreut und in den Bunsenbrenner nachgeflammt. Wiederum jetzt alles aushärten lassen und dann können wir schon mit dem Zusammenbauen beginnen. Jetzt beim Zusammenbauen müsst ihr wirklich aufpassen, keine Schwachstellen zu erzeugen. Dafür ist es immer geeignet, alle beiden Stellen, die zusammengeklippt werden, zu erhitzen. Besonders dann, wenn es schwebende Elemente sind, ist es hierbei sehr wichtig, dass kein Feuchtigkeitsfilm drauf ist. Dann ist unser Aufbau aus Zucker auch schon fertig und jetzt kann gestartet werden mit den Blumen. Ich verlinke dir auch ein paar Videos dazu, um solche Schaustücke wie hier gezeigt nachzubauen. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen, wir sehen uns beim nächsten Mal.